Wir gucken uns an. Ich habe den besten Döner Deutschlands gefunden. Meine Lieben und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Ich mache jetzt mein 8. Intro, weil das... Ich bin so proud und stolz auf Holle Sohn. Ein Video von ihm alleine produziert, ohne Onkel Monte, innerhalb von 5 Tagen 650.000 Klicks, Digga. Wow. Das Video ist so unvorhersehbar. Und wir werden auch da gleich zu fressen. Ich habe mir eine Pizza in den Ofen gehauen, die brauchen wir noch 10 Minuten. Das läuft, als es irgendwie in irgendeiner Weise absehbar war. Ich bin schockiert, unter Schock gerade. Oh, ihr habt es am Titel gesehen. Nach über 3 Jahren Mission ist es soweit. Wir haben den besten Döner Deutschlands gefunden. Für mich ein Herzensmoment. Ich hoffe, ihr zieht euch das Video bis zum Schluss rein. Viele werden den Schluss feiern. Wir machen den direkten Vergleich zwischen der aktuellen Nummer 1, der meistgehasste, aber auch geliebteste Döner Deutschlands, würde ich sagen. Alleine, weil er den Preis auf 10 Euro als erstes gehoben hat. Oh, und gerade jetzt hier bei Tonbul. Mir fehlen die Worte. Ihr werdet es am Schluss sehen. Ich sage gar nichts dazu. Guckt euch das Video rein. Versteht das richtig? Den besten Döner Deutschlands, den Holle gekürt hat, hat den Preis auf 10 Euro erhöht? Oder habe ich es falsch verstanden? Die Google-Resonanzen vom Laden gehen richtig down seitdem. Den er jetzt hier gefunden hat, hat 10 Euro gemacht? Oder der alte Nummer 1? Der davor? Ich rufe Holger an. Wehe, der geht nicht ran jetzt. Ah, da ist er doch. Ich bin live, hallo? Was geht's nicht ran hier gerade? Was hab ich da? Bist schon wieder zurück aus Hannover, oder was? Ich bin gerade fertig hier mit meinem Restaurant und jetzt sitze ich im Auto gerade. Kommst du noch zum Fußball gucken? Ich versuche es einzurichten. Nicht so viel sagen, man hört euch, ne? Ja. Nichts leaken. Ich hoffe, das kriege ich hin. Okay, die Regierung zu Hause auch gut. Du hast gerade in deinem Video gesagt, ich habe es mir bis jetzt aufgespart, der beste Döner Deutschlands. Was ich nicht ganz genau verstanden habe, 10 Euro für einen Döner. Wer hat 10 Euro für einen Döner verlangt? Die alte Nummer 1? Die alte Nummer 1, genau. Ah, der hat seinen Preis, nachdem du ihn auf Platz 1 gewonnen hast, seinen Preis erhoben auf 10 Euro von wie viel? Ich kann es dir nicht mehr ganz genau sagen, müsste ich gucken, aber es war noch so irgendwie im Rahmen, so 7,50 oder so. Und ja, dann hat er auf 10 Euro hochgeknallt, das Ding. Das ist frech. Ja, okay, ich spare mir den Spruch, den ich jetzt sagen wollte, aber wir kennen ja beide jemanden, der auch nach einem Hype so ein bisschen seinen Preis hochgeschraubt hat. Also weißt du, dass man das auch nicht so gern sieht, aber zum Schluss seine Sache. Aber ja, das war schon, alle haben sich aufgeregt. Ja, zu Recht. 10 Euro sind 20 D-Mark für einen Döner, WTF. Was eins zu seiner Verteidigung sagen, sein Döner wiegt wirklich fast doppelt so viel wie ein normaler Döner. Das muss man dazu sagen. Aber ja, was zum Schluss dahinter steckt, weiß man nicht. Aber die Leute haben ja auch nicht unendlich Geld, ne? Das, ja. 10 Euro schon habe ich, ja. Wir sehen uns gleich, Bro. Guck mal, ihr müsst es ja so sehen, Chat. Ihr müsst ja auch wirtschaftlich sehen, okay? Je mehr man von etwas verkauft, desto weniger bezahlt man auch im EK. Das heißt, wenn ihr normalerweise, sagen wir mal, 100 Salatköpfe bestellt habt, habt ihr dafür, sagen wir jetzt einfach mal, pro Salatkopf 1 Euro bezahlt. Aber wenn du auf einmal 1000 Salatköpfe bestellst, gibt dir dein Großhändler auch Nachlass. Je mehr du abnimmst, desto günstiger wird der Preis. Das heißt, wenn ein Laden super läuft, dann ist der einzige Grund, warum derjenige die Preise erhöht, weil er den schnellen Reibach machen will. Und das finde ich nicht in Ordnung. Man sollte, auch wenn sein Produkt gut ist, immer noch... Der Preis schmeckt auch mit. Und 10 Euro für einen Döner, ich weiß allgemein gesagt, nicht auf den Laden jetzt bezogen, 10 Euro für einen Döner ist zu teuer. Für 10 Euro kriege ich, sagen wir mal jetzt nicht um, aber nur damit ihr versteht, worauf ich hinaus will, für 10 Euro kriege ich fast schon bei meinem Lieblingsitaliener eine Standardpizza. Eine Pizza Margarita, versteht ihr, wie ich meine? Aber da werde ich bewirtschaftet, da setze ich mich hin, da kommen Kellner, da besetze ich den Laden für eine halbe, dreiviertel Stunde. Unbedingt dranbleiben, sehr spannendes, gelungenes Video, wie ich finde. Viel Spaß dabei. Lasst gerne den oben knallen für die Liebe, die ich da reinstecke und dann, ja. Viel Spaß beim Video. Offenbach, 5 Stunden Fahrt, deshalb sehe ich auch ein bisschen platt aus. Istanbul Kastenspieß. Rein optisch, seit langem mal wieder was, wo ich sage, das Ding könnte auf die 1 in Deutschland schießen. Wir wurden des Öfteren aber schon eines Besseren belehrt. Wir gucken uns das an. Ich hoffe, die ganze Fahrt... Wie lange brauche ich meinen scheiß Blitzer, Mann? Guck mal ganz kurz. Mann, ey, die Scheiße braucht noch übelst lange. 5 Minuten mindestens noch. Muss mir irgendeinen guten Backofen holen, die mir meine Pizza in 5 Minuten macht. Sonst hau ich das Ding bald in die Fritteuse rein. Da wäre ich ja ultra mad. Sonst wäre mal wieder mega tragisch. Aber optisch ist das Ding krank groß. Also einer von 3, wenn überhaupt 4 in Deutschland, der optisch das Wasser reichen kann. Muss ich das mal ausmalen. Stellt euch vor, ich wäre jetzt wirklich 5 Stunden umsonst gefahren. Das Ding schmeckt wieder Katastrophe. Ich sag's mal wieder. Ob es ein Gericht ist, ob es Döner Spieß ist. Optik ist das eine. Aber es kann so geil, wie es will, aussehen und schmeckt trotzdem für den Arsch. Und ich hoffe sehr, dass das nicht der Fall sein wird. So, da ist der Kollege. Habe ich die ganze Zeit im Zoom wieder gefilmt. Oh nein, ich dumm auch. Oh, scheiße, ey. Ja, da ist er. Da ist er. Puh. Wie lange bin ich jetzt auf der Mission, auf der Suche nach dem perfekten Döner, nach dem besten Döner Deutschlands? Das ist echt schon eine lange Zeit, Mann. Und ich gebe wirklich jedem Tipp nach, der einfach ja, sehr vielversprechend wirkt. Ob es jetzt hier in Frankfurt ist, ob es in München ist oder sonst wo. Ich mache alles. Yaprak Döner und Okak Basi vom Holzkohlegrill. Original türkische Art. Wir hoffen das Beste. Ist genau im Wohngebiet hier. Finde ich flashy, habe ich mich schon gewundert.
Überall Hochhäuser, hier auf einmal ein Laden drin. Vom Feeling her ganz cool. Sieht ganz cool aus, ja? Ja, Döner. Mhm. Einen der Chefs habe ich hier am Start. Grüß dich, mein Lieber. Ja, grüß dich. Oh, noch ein Chef hier am Start. Ja, grüß dich, grüß dich. Ja, ich wollte heute euren Döner. Bruder, er sieht aus wie Mark Eggers bloß als wirklicher Ausländer. Mark Gebauer, sorry. Mark Eggers, lul. Er sieht aus wie Mark Gebauer bloß richtiger Ausländer. Habe ich Mark Eggers schon wieder? Nee, Mark Gebauer, Mann, verdammte Scheiße. Döner testen. Ich habe euch tatsächlich bei TikTok, ich habe so viele Kanäle abonniert, dann gucke ich, was gibt es Neues auf dem Markt. Ne? Und dann habe ich uns gefunden. Ja, da habe ich euch gefunden und ihr habt ja so einen richtig heftigen Kasten Istanbul-Spieß, ne? Hi, grüß dich, mein Lieber. Hallo, grüß dich. Grüß. Alles gut? Wir lieben dich, das weißt du. Ja, danke schön, ich euch auch. Hast du uns direkt entdeckt, hä? Ich hab euch entdeckt. Du bist der Hammer. Und, ja? Holger ist da wirklich krass unterwegs, Digga. 3 Tage oder 4 Tage nach Eröffnung hat Holger den Laden schon entdeckt. Community sagen, dass du wirklich ehrlich bist. Dankeschön. Ich habe sehr viele gesehen, ja, ja. Aber du machst es wirklich. Ich hoffe, du sagst die Worte immer noch, wenn ich getestet habe danach. Kannst du ruhig machen, also wie du bist, so sind die auch. Wir Dankeschön. Haben auch nur ehrliche Meinung. Genau, das so muss sein. Das ja. liebe ich. Aber das stimmt, ne? So die hauen den bei schlechter Bewertung. Holger würde sich eher in die Fresse hauen lassen, bevor er eine Meinung oder eine Bewertung faken würde. Eher wird er sich in die Fresse hauen lassen, Digga. Sag ich euch so, wie es ist. Ich kenne Holger. Vor einigen Jahren hatte Holger noch nicht mal ein Smartphone, versteht ihr, wie ich meine? Jetzt ist Holger Familienvater, fährt ein schönes Auto, hat ein Haus, hat eine Frau, hat ein Kind. All das, was er sich aufgebaut hat, finanziell, beruflich, baut auf Ehrlichkeit und gutes Feedback auf. Er würde sich eher einen Finger abschneiden lassen, bevor er eine unehrliche Meinung, eine gekaufte Meinung hochlädt. Schnell uns entdeckt hast. Wir sind seit 8 Jahren im Steakgeschäft. Ja. Du hast ja gesagt, das erste Halal Steakhouse in ja. Europa und im Fleischgeschäft seit 1,5 Jahren. Es war nur eine Frage der Zeit, dass wir in das Business einsteigen und ja. ein bisschen umrütteln. Und seit wann seid ihr hier jetzt? 2 Wochen erst. Laber nicht, ja, ehrlich? Ja, ja, ja. Guck, wie schnell der Holle ist. Ich bin auf dem allerersten. Auch wenn er uns also, jetzt niedermacht oder hochmacht, ist egal, aber er ist die Nummer 1. Geil, das, also ich bin gerade selber fasziniert von mir, Mann. Ja, ich bin stolz auf dich. Guter Holle. Holle macht es. Geil. Falls das scheiße ist, macht das Video weg. Ja, dann macht das weg. Das kostet aber 10er. Oh, guckt euch das an. Oh, wild. Hi, mein Lieber. Grüß dich. Und passendes Outfit auch. Also, der ist auch aus der. Also, wenn ich irgendwann mal wieder schwach werden würde, was Essen außerhalb angeht, was Fleisch angeht, wäre es vermutlich ein Döner, Digga. Ich muss euch ehrlich sagen, Döner, Fleisch selber hat ja nicht wenig mit Fleisch zu tun, wie jetzt ein klassisches Steak oder so. Wenn die Bauarbeiter hier sind jetzt wegen meinem Wasserschaden, dann bestelle ich den auch Döner-Teller. Die schmerzen bei mir im Garten ab, Digga. Die ganze Bude riecht nach Döner, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Also einer der wenigen Gerichte, die mir wirklich fehlt, läuft mir gerade das Wasser im Mund zusammen. Türkei, kann nur 3 Wörter Deutsch. Ach ehrlich, der ist auch aus der Türkei, kann nur 3 Wörter Deutsch, hast du. Wir wollten den original authentisch türkischen Döner machen. Ah. Da gab es zu viel, diese ja. modernen. Wir sind einfach die Zeit zurück. Ah, sehr gut. Keine Zauberei, das Rad nicht neu. Oh, und ihr habt wirklich Holz sogar dahinter, ne? Habt ihr da Holz dahinter? Ja, das ist Holz. Ach, das da ist sogar wirklich Holz gefeuert. Krass, Mann, wie ist dein Name? Jakob. Ich weiß, dass du das liebst, ja. Ich freue mich. Auch. Also ich bin jetzt kein Experte auf dem Gebiet, aber ich glaube auch eine Seltenheit, ne? Ein Dönerspieß, der nur von Holz befeuert wird, ist auch eine Seltenheit. Jakob passt gar nicht zu ihm, der Name, Digga. Ja, ist wahrscheinlich Ahmed oder Mohammed oder Mehmet oder so, aber um seriöser bei den... Nein, Spaß. Oh, er kann... Wo bleibt eigentlich die Pizza? Glaubt ihr, ich soll nochmal gucken, wann habe ich das letzte Mal geguckt? Brauch noch? Verdammt. Scheiße. Er kann das. Oh, sieht das lecker aus, Digga. Als wäre er mit dem Dönerspieß in der Hand geboren. Oh, da ist ein dicker Haufen Digga. Schönes Fleisch. Oh, das macht ihr auch selber Digga. Hier, ne? Ich habe eine Überraschung für dich. Welche Überraschung? Wir haben 2 Brote, ja. Beide top. Und wenn du sagst, lieber den anderen, ja. dann lasse ich den anderen. Du okay. darfst mitmischen. Den original türkischen. Ach, ich glaube, den feierst du auch. Ja, den feiere ich. Und dann haben wir den hier, der bisschen fluffigere. Oh. 80% wollen die. Oh, Diggi. Wo bleibt die Pizza, Mann? Ich hab's so Kohldampf. Ich guck nochmal. Philipp hat schon. Ich hab den Ofen jetzt auf 220 Grad gefeuert. 2 Minuten, dann hole ich mir die Pizza. Weißt du, was immer mein Traum war? Weil Fair hat's Döner. Er ist sehr beliebt, aber manche würden auch sehr gerne den Döner mal einfach mit dem normalen Brot den probieren. Hab ich auch. Das ist nicht gefüllt. Also hier ist ganz viel mit Luft gearbeitet. Das ist ganz einfach wie eine Wolke. Geil, also ja. nicht mal Wolke. Hier ist Luft drin. Nur unten ist Teig. Boah, sieht das Brot schon lecker aus. Das ist ein Gedicht, Jakob. Jetzt kommt der ja. noch frisch aus, den kannst du jetzt machen, der ist auch jetzt halbe Stunde alt. Das ist das Fairhat-Brot, Leute. Nur Fairhat macht ohne oben Körner und natürlich ist nicht das gleiche, aber es ist ähnlich. Mm.
Ich habe 5 Stunden nichts gegessen. Ich muss essen bis zu Döner. Ja, okay. Den ersten bis zu Döner. Also ich werde dir nicht. Oh, ich kann. Ich, Digga, ich, das ist richtig eine Qual gerade, das für mich zu gucken. Ich habe so einen verfickten Kohldampf, Digga. Mir läuft das Wasser, aber ich will einfach nur mampfen und Video gucken, Mann. Ganz ehrliche Meinung sagen, wenn ich sage, das eine macht keinen Sinn, dann werde ich dir das sagen. Das machen wir auch. Okay. Hör auf dich. Du bist der Dönermann. Die Erfolgreichsten haben auf mich gehört. Boah, sieht der Dönerspieß fucking pocktastig aus. Da ist das Holz hinter, Leute. Das ist so hell, meine Kamera kommt gar nicht klar damit. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, Mann. Ich wollte heute eigentlich 3 Videos machen. Ich glaube, ich mache nur 1 heute. Nur hier. Bist lange hier. Ja. Ich überlasse alles dir. Was für Fleisch benutzt ihr dafür? Das ist ganz wichtig. Also, wir benutzen knapp 80% Rind. Was für Rind? Diese Jungwolle. Die Jungwolle, ja. Ja, ja. Und nur bestimmte Anteile mit Lamm auch. Mit Lamm auch. Aber ganz, ganz gering. Wegen dem, wir haben den okay. Original, den türkischen 1:1 gemacht. Den, wir haben den deutschen Gaumen. Wegen deutschen Gaumen, den ne? Haben wir das ist wichtig. Das nee. Muss die Nummer 1 bleiben. So, ich hole jetzt meine Pizza. Scheißegal, selbst wenn die noch kalt ist. Ja, simpel. Die beste Pizza, die Nudelpizza, Digga. Und ein eiskalter Gönnergy Tropical. Jetzt bin ich ready. Jetzt bin ich ready. So muss man auch ein Holger-Video gucken. Mit eigenem Essen, Digga. Mach zu. Du sagst, das muss die Nummer 1 werden, sonst machst du zu, ne? Ja, ich akzeptiere keine 2. Wenn das hier nichts wird, dann darf ich die Scheiben einwerfen. Dann kannst du den Laden zumachen. Scheibe einschmeißen nachts. Ja, alles dann. Nicht ja. Scheibe, nein. Ich will Scheibe einschmeißen. Nein, so schlecht ist er nicht. Echt sehr lecker. Und ihr wollt das sogar Franchise also, machen, ne? Sehr wahrscheinlich wird das so. Wir bereiten gerade Verträge, weil die Nachfrage, du kannst nur unsere Seiten lesen, über 20.000 Kommentare, okay, die krass. Nur sagen, hier Stuttgart, Berlin, München, Wien, ja. Die wollen den unbedingt haben. Und das Gute ist, wir haben dieses Know-how, wir haben die Zerlegehallen, wir haben die ganzen Vorbereitungsräume und die Mitarbeiter dafür. Ja. Also wenn das der beste Döner Deutschlands heute wird, dann machen wir das. Wenn es nur Nummer 3 wird nicht, oder so, dann... erschießt uns. Ja. Falls morgen kein Ja-Döner mehr gibt, dann weißt du Bescheid. Dann wisst ihr Bescheid, Leute. Hier ist die Begründung, im Titel seht ihr sie. Dann fangen wir an mit dem Mir so ein Stückchen Käse auf die Lippe. Boah, war das heiß, Digga. Er hat Döner, wenn den so probieren. Der ist frisch rausgekommen. Der ist frisch rausgekommen? Okay, dann nehmen wir erst den. Wow. Was für eine geile Technik. Das ist Sekundenarbeit. $140 Oh, Digga. Das ist ja geil. Die legen das Brot ans Fleisch. Oh Gott, ist das geil, Digga. Okay, jetzt gucken wir. 8,90 €. Ja, persönliche Meinung, und ich war jetzt ja auch schon 1,5 Jahre kein Döner mehr essen. Ich weiß nicht, was der Standardpreis aktuell ist. Alles über 8 €, aus meinem Empfinden, ein bisschen zu viel für einen Döner. Das ist ein Engel vom Himmel gefallen. Überall so. Also 7 bis 8 €, finde ich. Aber gut, ich bin alt, ich komme aus einer Zeit, wo man eine Cola und eine Döner für unter 5 € gegessen hat. Guckt euch nochmal den Kollegen an, das ist ein Traum, ist das. Also? Stell noch mal den Kollegen an, das ist ein Traum, ist das. Ich glaube, wir haben schon Döner-Videos geschaut, wo der Döner besser aussah optisch, right? Aber Holger isst hier auch ohne Soße, das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Das wird mir Holger so, wenn ich ihn jetzt anrufe, auch sagen, ein guter Döner, ein Weltklasse-Döner benötigt keine Soße. Du kannst Soße als geiles Extra rauftun, aber ein guter Döner benötigt keine Soße. Ein guter Döner wird dich geschmacklich mit den frischen Zutaten und dem Geschmack des Fleisches überzeugen. Von wem hast du das? Vom Döner-Tester Nummer 1, Holle 21614. Der wird dir das genauso bestätigen. So leicht das Brot, also als hätten die das des Todes lange gehen lassen, wäre da zu 90% Luft zwischen. Also eine Sache ist todeskrank, und das habe ich so noch nicht gegessen, die Kruste außen vom Fleisch. Es ist auch ganz anders als bei Fairhat, ganz knusprig und intensiv, was in die Tiefe geht, wenn diese Röstung stärker wird. Und einfach dieser intensive Röstgeschmack, aber ganz böse doll. Mmh.
Schmeckt doch übelst trocken. Nein, übelst trocken schmeckt ein Döner ohne Soße, der ein schlechter Döner ist. Denn ein guter Döner würde ohne Soße nicht trocken sein, sondern ein Döner ohne Soße würde immer noch saftig, knaftig, köstlich, möchtig sein, Digga. Schöner Geizgeiz. Wisst ihr, was ein großer, essentieller Punkt ist bei dem Döner? Auch bei Pferd habe ich mal einen Döner gegessen. Da habe ich extra einen Kollegen mitgebracht aus Deutschland. An dem Tag hat er nicht performt. War ja auch privat da. Das Fleisch war zu spät abgeschnitten. Dieser Punkt, wo das Fleisch rosa innen ist und außen kross, was auch dafür sorgt, dass es so saftig ist, das war in dem Moment nicht gegeben. Und ohne Soße war in dem Moment trocken. Damit will ich sagen, hier kann auch in der Hinsicht einfach ganz viel schief gehen. Das ist eine Momentaufnahme gerade. Ganz anderes Geschmacksbild als bei Pferd. Pferds Fleisch ist herber. Pferd benutzt auch kein Jungbullen. Das merkst du hier, das ist ein ganz anderes Geschmacksbild. Was ja nicht negativ sein muss. Ein wildes, edles, edles, edles Ding. Guck mal das Brot. Böse heftig. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, das kann der beste Döner Deutschlands sein. Jetzt ist es, wie ich eben gesagt habe, ein ganz schmaler Grat. Wir müssen ein ganz klein wenig früher das Fleisch abnehmen, damit die Saftigkeit von... Holle hat mir erzählt, dass bei dem Laden mittlerweile, seit das Video draußen ist, 2-3 Stunden Wartezeit pro Döner ist. Oder 2 Stunden Wartezeit für einen Döner. Damit es nicht zu doll durchgebraten war. Denn ein Stück Grat war ein bisschen trocken. Es ist ganz, 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 ganz böse. Es gibt nichts, was schwerer ist im Handling als dieser Döner. Es ist eine Sekundenarbeit. Und wir gehen jetzt, boah, ich fange an aufgeregt zu werden. Wir gehen jetzt in die Runde mit Ferhatsbrot. Da müsst ihr das genau hinkriegen. Ich gehe jetzt zum Jakob, gebe ihm einmal Feedback. Okay, pass auf, Jakob, ich gebe dir mal Feedback einmal. In Deutschland gibt es was ähnlich ist, vom Spieß her nur Hamburg, Antep Grill und dann gibt es noch Etunyasi in Berlin. Etunyasi schneidet zu dick das Fleisch, die kommen nicht an euers ran. Hamburg ist eine kritische Sache, die kommen vom Fleisch her ran, aber die haben kein Brot und die haben nicht die, das vernünftige außen drumrum. Ihr habt ein ultra heftiges Fleisch. Von der Röstung außen, Geschmacksbild krass. Ich sag dir so, wie es ist, wenn ihr den nächsten Döner schafft, von der Verweildauer am Grill, ein ganz kleinen Moment weniger, aber außen trotzdem kross, damit es innen noch ein klein wenig saftiger ist, dann könnt ihr es auf die Eins in Deutschland schaffen. Ich glaube, da hat die Show-Einlage gemacht, deshalb. Ja. So, also kross war geil, aber innen noch ein bisschen saftiger. Der hat wegen dir da die Show-Einlage gemacht. Hat er Show gemacht, ne? Wir stören den nicht, er soll es uns machen, dann siehst du es. Okay, machen wir so. Ich hab den gegessen, bevor du gekommen bist. Ja, okay, dann sollten wir diesmal nicht stören, weil das kann die Eins in Deutschland sein. Ja. Das kann die Eins wirklich. Wirklich? Ich bin richtig aufgeregt. Gerade. Keine zwei sein. Ich akzeptiere keine zwei. Aber ich sag dir auch eins so, wenn das Fleisch gleich wieder mit einem leichten Trockenheitsfeeling wie eben kommt, dann kann es nicht die Eins sein. Okay. Aber immer noch weit oben. So kommt er nicht, das weiß ich schon. Ja. Ich freue mich jetzt schon. Okay. Aber eins kann ich dir sagen, ich werde dich auf jedes Mal, wenn du kommst, mehr überraschen. Wenn du jetzt nächste Woche kommst, sagst du, was war das? Ja. Du kommst in einem Monat und sagst, was ist das? Ja. Das ist so mein Ziel. Also, das will ich machen. Jedes Mal besser. Ihr seid am Anfang gerade und liefert das ab, dass es stark hier kommt. Stark ist das. Das sind auch so Zauberjungs. Das sind die Zauberjungs. Salam alaikum. Das hier, der große, kleine. Ah, große Bruder, kleine Bruder. Da kommt das Zauberbrot. Stark sieht das aus. Das kriege ich gleich direkt frisch, ne? Ja, das kannst du jetzt. Hast du schon mal Döner drüben gegessen? Ja. Stark, ne? Das ist stark. Oh, das ist sehr lecker. Ich war überrascht eben. Ich habe ja auch noch ein paar Köstlichkeiten, ne? Hier ist eine Bäckerei. Oh, auch noch frisch Baklava und alles. Traum. Hier habt ihr auch noch. Und schöne Torten, guck mal, Leute. Jakob hat lange gebraucht, um die Jungs an den Start zu kriegen, die er hat. Die Gesetzeslage, dass er die einfach rüberholen kann, ohne weiteres, das geht erst jetzt. Grüß dich, mein Lieber. Serkan, wir hatten geschrieben. Wir hatten geschrieben, genau. Oha, Serkan, mein Lieber. Einmal der kleine Große. Der kleine Große. Das ist für die türkische Küche, der weiß, was Geschmack ist. Der hat diesen Know-how, der hat 50 Jahre alt. Und der weiß genau, die Jungs in der Hand zu haben. Und Serkan ist für Management seit 8 Jahren an meiner Seite. Okay. Ist mein Sohn. Und der andere Kleine. Ich bin der Visionär. Ja. Ich träume. Ja. Und wer ist untenrum der Größte von euch? Das ist sogar noch ein bisschen krosser als das eben, Jakob. So, viel Spaß bei Runde 2. Boah, seht ihr das, wie saftig? Lass es dir schmecken, Pizza und Döner. Ne? Wir sehen uns Donnerstag. Ja, alles klar. Lass dir gut gehen, Philipp. Ciao, ciao. Ciao. Und so muss das.
Hat es euch geschmeckt, ja? Ja, das freut mich. Das ist wirklich Handwerkskunst im ganz hohen Format. Habt ihr gesehen, wie fettig das Brot schon war vom Spieß, wo die das da dran gerieben haben? Geil. Das ist die Kombi, Leute. Dieses Brot mit Fleisch und den Zwiebeln. Brot anders als bei Pferd, hat noch diesen Matschigkeitscharakter von innen. Anders, ohne dass du kommentieren, ob schlechter oder besser. Anders einfach. Vermutlich, jetzt bin ich zum Fett gekommen, wo das Brot eingefettet wurde. Das war ja nicht überall. Meine spontanen Gedanken. Fleisch vom Salzgehalt und so weiter, von der Würzung, perfekt. Fleisch bis zur Hälfte des Döners circa, ganz klein bisschen Wumms gefühlt für den perfekten Döner, für den perfekten wohlgemerkt. Nicht negativ, einfach für den perfekten, mit dem perfekten. Dann kam jetzt auf einmal ein ultimativ kranker Geschmack, ich kann den nur mit dem Fett begründen. Nicht zu beschreiben, einfach intensiv, einzigartig, geschmackserweitert. Sorry. Oh, im Vergleich zu den anderen Istanbul-Spießen, hat den Yazi schneidet zu dick. Hamburg, Geschmack vom Fleisch an sich super. Haben keinen richtigen Döner an und für sich, die haben das nur für mich gemacht und im Dürrenbrot. Das Dönerbrot ist nicht ausgereift genug und das haben die eigentlich nicht mal in der Karte. Gesamtspiel Deutschland vor diesen Instagram-Spießen ist das der stärkste. Die schneiden dünn, die schneiden gut, das Fleisch ist heftig. Pferd hat zum Beispiel noch den Punkt, wenn man Pferd jetzt mit reinnimmt. Zwiebeln werden zum Star in dem Döner. Dieses Superlativ in dem Sinne würde ich hier nicht nehmen, ist aber auch kein Muss. Und Pferd ist wie gesagt noch kerniger. Das einzige Problem, wenn ich so ausdrücken darf, ähnlich wie beim Lava-Grill in Delmenhorst, Nähe Bremen. Dadurch, dass sie dieses Jungbullenfleisch nehmen. Jungbulle ist zum Beispiel, wenn man es vergleicht mit Rind, einfach nicht so kernig, nicht so intensiv, nicht so tief. Der hat nimmt für diesen Spieß Rindfleisch. Das hier ist krank, Leute. Krank, 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 kranker Döner. Aber im Vergleich leicht schwächer. Man muss auch bedenken, leicht schwächer die Döner, die oben in der Liste stehen, gebraucht, um zu dem Punkt zu kommen. Die bestehen seit zig Jahren. Der ist seit 2 Wochen am Start. Aber er wird eine kranke Bewertung kriegen und die Bewertung seht ihr gleich. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ich gebe euch jetzt mein knallhartes, ehrliches Feedback. Ihr habt einen ultra starken Döner. Ihr seid auch im Deutschland-Ranking safe drin bei mir. Eine Verbesserung, die ich äußern würde. Yeah. Wenn man es jetzt vergleicht mit den anderen Kastenspießdönern, die haben alle keinen Jungbullen benutzt, die benutzen alle Rind. Das führt bei euch, dass so ein bisschen die Intensität fehlt, die beim anderen drin ist. Dafür schneidet ihr besser, ihr habt auch besseres Brot, aber im Gesamtding sage ich, komme ich noch mal in 3-4 Monaten wieder. Jetzt habt ihr erstmal 9 von 10 Punkten von mir gekriegt. Aber beim nächsten Mal, da habt ihr vielleicht da noch mal ein bisschen nach. Ihr seid 2 Wochen alt, aber echt stark. Also an alle Leute. Jo, alles klar. Das müsst ihr testen, das ist ultra. Hau rein. Krank. Und ich fand den ersten sogar noch besser als den zweiten. Ich sehe, du bist enttäuscht, ne? Ich bin enttäuscht. Scheiße, das tut mir leid, Bruder. Mach zu, wie ich schlage. Zu früh gekommen. Trotz allem, glaube ich. Hä? Er hat doch gesagt 9 von 10. Das ist ganz oben normalerweise. Das ist aber ganz stark. Ich fahre seit 3,5 Jahren durch ganz Deutschland, teste jeden Döner und ihr seid unter in der Top 10 drin. Nach 2 Wochen. Aber trotzdem. Oh, scheiße, das sieht fast aus, als hätte ich dich zum Weinen gebracht. Du musst noch mal. Scheiße. Ich komm noch mal. Versprochen, ich komm noch mal. Sag, wann ihr soweit seid und dann komme ich wieder. Das verspreche ich euch. Jetzt bin ich gespannt. Okay, pass auf, Leute. Das mache ich selten. Jakob ist so ein ehrgeiziger Hund. Ich merke, ich habe ihn richtig hart getroffen damit. Yeah. Ne? Und er sagt, er kann die erste Variante. Kannst du noch einmal besser abliefern? Ja, weil wir müssen ehrlich sein, weil du bist ehrlich und deine Meinung zählt für mich sehr, sehr. Weil das ist, das soll ja authentisch auch richtig, das ist ja auch so. Wir haben ihn gestört, wir haben ihn einfach wegen der Show, der hat ja immer wieder gezeigt und das erste Döner war einfach zu trocken. Okay. So schicken wir den niemals raus. Ja. Und den sollten wir wirklich eine Chance geben. Okay, dann nehmen wir noch eine Runde. Weil wir nehmen noch ihn einfach gestört. Ja? Da hat er verkackt. Ja, verstehe. Da haben wir ein bisschen abgelenkt. Dann gebe ich dir noch eine Chance. Jakob brennt für sein Business. Geben wir noch mal eine Runde jetzt mit dem einen Döner. Ich nehme mir den. Der sieht schön dunkel aus. Ich mag gerne dunkel. Nur Zwiebeltomate nehme ich ab. Oder denkst du, ich sollte auch mal mit... Jetzt wird's lächerlich. Nee, Hanf-Baron. Warum wird das jetzt lächerlich? Wenn ihr müsst es das ja so sehen, Chat. Holger ist da mit seiner Kamera. Holger filmt, sagt, mach noch mal so. Zeig noch mal, wie du das Fleisch schneidest. Und wenn dadurch das Fleisch zu lange am Spieß sich dreht, whatever, und dadurch der Geschmack ein wenig verfälscht wird, ist es in der Liga da ganz oben ein großer Unterschied. Mit ganz bisschen Soße nehmen. Ja, mach das. Wir haben Spezialsoßen, wir haben scharfe Soßen, wir haben Kopf. Dann nehme ich, wenn, dann muss ich mit Tzatziki. Ganz dünn. Ja. Ganz dünn, aber nur. Okay. Guck mal, da ist es noch rosa. Das war vorher nicht wahrscheinlich, Jakob, ne?
Okay. Danke dir, mein Lieber. Also ich muss auch dazu sagen, mich fragt normalerweise niemand, ob ich nochmal testen kann. Nicht so, dass ich bei jedem Nein sagen würde, bei ihm ja. Das fragt normalerweise niemand. Diesen Ehrgeiz will ich belohnen. Den Titel werde ich dann nennen, Dönermann diskutiert sich ins Deutschland-Ranking. Ja, nee, da hat er auch recht. Das stimmt schon. Nicht jeder sagt, Digi, ich mache dir noch eine Runde, probier nochmal. Viele eventuell sagen einfach, okay, 9 von 10 nehme ich. Also ich finde es bis jetzt legitim. Natürlich wäre es besser gewesen, wenn Holger direkt am Anfang das so gesehen hätte. 9 von 10 ist eine bombastische Bewertung, davon mal jetzt abgesehen. Ne? Es ist ja nicht so, als wenn Holger ihm eine 6 von 10 gegeben hat und er sagt, oh, probier nochmal bitte, wir brauchen eine gute Bewertung. Eine 9 von 10, da hat er schon eine Bewertung, die Weltklasse ist. Aber ich verstehe auch eure durchaus kritische Ansicht dazu, ja? Besser. Gewisser Eigengeschmack ist da, gewisse Einzigartigkeit ist da. So eine Unternote, so ein Beigeschmack vom Fleisch, wo du weißt, es ist das Fleisch oder es gehört. Oh, ich muss mal kurz meinem Kollegen die Tür aufmachen, einen Augenblick, der ist da. Gehört zum Fleisch oder vielleicht ist es auch das Fett vom Fleisch, aber es ist ein ganz heftiger Eigengeschmack. Also nicht intensiv, aber geil heftig. 1:0 Union. Kommen eben die Körner mit rein, der Schwarzkümmel, der Sesam war vorher nicht da. Das ist immer ein schöner Impuls davon reingeschossen. Hä? Ja, ist gut für meinen Schein, ja. Abseits, ah ne, abseits. Diagnose, weshalb die anderen zwei Runden nicht gepasst haben. Erste Runde, zu trocken, hat er glaube ich... Salzburg liegt hinten, aber ist mir scheißegal. Echt nicht aufgepasst wegen der Show. Er hat ja nun mal viel Show gemacht. Zweite Runde, das Fairhardt-Brot ist noch nicht ausgereift. Nimmt zu viel Platz ein. Zwar positiv, weil das in einer Hinsicht, weil das Brot so geil ist und es einfach heftig schmeckt, aber es stiehlt ein bisschen dem Fleisch die Show, dass dieses Brot ausgeklügelt hat für den Döner. Ich dachte, guter Döner braucht keine Soße. Ja, er hat jetzt Tzatziki draufgenommen, ist doch trotzdem legitim. Also kann er ja trotzdem testen. Ganz liebliche, kranke Unternote. Ganz böse. Dieser Geschmack, wo ich die ganze Zeit von rede, dieser dezente, geile, neuer, auch unbekannter für mich Fleischgeschmack, der da mitschwingt. Jetzt gerade auch nochmal. Noch. Und ich finde auch, man muss differenzieren zwischen einer normalen Tzatziki-Soße oder irgendwie Cocktailsoße, irgendwie Currysoße. Manche nehmen ja drei verschiedene Soßen auf ihren Döner. Da schmeckst du doch gar nichts mehr raus, außer die Soßen. Bisschen stärker wurde. Der ist krank, Leute. Der ist einfach einzigartig krank. Noch nie sowas gegessen. Überwältigt mich gerade. Nach schon zwei Dönern. Jetzt kommt die Röstung nochmal dezent rein. Die Röstung vermischt sich mit den Körnern und dem krossen Brot außen. Es ist zu heftig. Er hat sich erkämpft. Geile Kombi mit der Soße obendrauf. Du hast die nicht im ganzen Döner, aber mal zwischendrin als kleines prickelndes Extra, wollte ich gerade sagen. Als kleiner Special. Scheiße. Ich gebe Jakob die Bewertung jetzt. Ich bin neu hier, welche Regeln gibt es hier? Immer nett sein, keine Scheiße reinschreiben und jeden so behandeln, wie du auch behandelt werden möchtest. Ach, komm Jakob, setz dich. Jakob hat fast geweint, das habe ich gesehen im positiven Sinne, ja, weil dich das so getroffen hat. Also das hat mich berührt selber, weil ich gemerkt habe, das hat dich richtig getroffen. Wir haben noch viel Arbeit. Also ich kann dir eins sagen, Jakob, dieser Döner war wirklich besser als die vorher. Dein Fairhardt-Brot, das andere, das ist noch nicht ganz ausgereift. Das hat ein bisschen zu viel dem Fleisch die Show geklaut. Ja. Minimal. Das hier war jetzt perfekt. Ich werde dir jetzt eine Bewertung geben, Jakob. Du kriegst von mir 9,3 Punkte für den Döner. Der war absolut Champions League. Dieser Fleischgeschmack, den ich da reingekriegt habe, war einzigartig. An dem Punkt, wo ich sagen würde, sogar das Kernige ist was anderes. Vorher hätte ich gesagt, das Kernige war besser bei den anderen. Jetzt würde ich sagen, das war was anderes. Du kommst vorerst auf die 2 bei mir in Deutschland. Und ich werde noch mal einen direkten Vergleich machen. Wir sind immer noch traurig. Ja, natürlich. Nein! Wir haben keine Werbung gemacht. Digga, das Video nimmt irgendwie voll die Wendung. Ach, du sollst Zeit. Nicht kommen, wir haben dich nicht angeschrieben. Du wolltest. Nee. Ich habe schon einen Muffe von hier gehabt. Der soll nach ein, zwei Monaten so kurzer kommen. Zeit, ne? Komm noch mal, schieß uns in die Nummer 1. Weißt du, was das Ding ist? So wie andere Leute Fußballkanäle abonniert haben, habe ich Dönerkanäle abonniert und Fastfood-Kanäle. Und ich krieg alle Informationen direkt. Und meine Vögelchen habe ich überall. Und Top 3. Danke, Jörg. Wir sehen uns beim nächsten Video. Es folgt diesen Menschen. Mädels. Meine Vögelchen habe ich überall. Das ist die Nummer 1. Wenn er etwas sagt, weil normalerweise akzeptiere ich diese Zahlen nicht, aber er ist so ehrlich, gell, Serka? Wir akzeptieren was du sagst. Nehmen wir ernst. Pass auf, mir ist gerade die Idee gekommen. Wir machen sogar das Video jetzt noch weiter. Wir gehen direkt zu Tonbul und machen den direkten Vergleich. Ich muss direkt hin, aber ich muss erstmal noch Hunger sammeln. Heute Abend gehe ich noch zu Tonbul und dann wird es direkt die Entscheidung geben, ob das jetzt der beste Döner Deutschlands ist. Ja, das liebe ich. Okay, Fairhardt-Döner ist ja in Österreich, richtig? Ich. In Wien, ja, okay. Ich bin
möchte eine Sache gerne noch ins Video eingeblendet haben und ihr werdet die Bedeutung von dem, was ich gleich erzähle, erst erfahren, wenn ihr den Videoteil bei Tonbull seht, dem langjährigen Nummer 1 Döner von mir. Ich habe nach meiner Beurteilung bei Tonbull den Chef getroffen. Er ruft mich Holle Holle. Hat er mich damit begrüßt, dass ich zur Familie gehöre, hat mich beim anderen Kollegen nochmal vorgestellt, gesagt, das ist Holle, der gehört zur Familie. Und wenn ihr den Teil bei Tonbull seht, wisst ihr, wie mich das schmerzt. Und ich bin auch nur ein Mensch, das tut so hart weh, das tut so hart weh. Aber es wird auch nicht der letzte Teil bei Tonbull sein. Ich hoffe, der wird seine Quali wiederherstellen. Vielleicht war es auch nur Pech, das ist manchmal so, aber der Test für heute ist der Test und der muss so sein, wie er war, beziehungsweise die Bewertung steht fest. Viel Spaß, weiter beim Video. So, wir sind jetzt in Frankfurt direkt am Start. Tonbull gleich da vorne. Ich habe, glaube ich, im Intro schon gesagt, ob das der meistgehasste, aber auch einer der beliebtesten Döner Deutschlands. Alleine schon, weil er den 10-Euro-Preis als erstes aufgerufen hat. Aber sehr viele hassen ihn, sehr viele lieben ihn. Wir werden direkt da jetzt hin und den direkten Vergleich wagen. Welcher Döner jetzt wirklich besser ist von den beiden? Ich war jetzt ja schon ein paar Mal undercover da. Das können und brauchen wir jetzt nicht auf Zwang machen, denn wir brauchen den direkten Vergleich unter gleichen Bedingungen. Deshalb werde ich zumindest einmal mit Kamera da gleich aufschlagen. Und ja, sonst macht das Ganze natürlich keinen Sinn. 10 Euro ist schon echt ordentlich, Digga. In der Vergleich. So, da ist der Kollege. Oh, Merkur-Spielhalle direkt daneben. Besser Döner, sage ich. Verbinde damit so viel, Leute, weil so gefühlt alles hier begann. Also jetzt nicht direkt, aber vieles hat hier seinen Ursprung genommen. Wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ja, es ist Fakt. Das finde ich sehr... Tonbull auf 10 Euro gestiegen, Döner immer schlechter geworden und der Chef fährt teures Auto, so unsympathisch. Nee, das finde ich auch zu hart von dir, Digga. Wenn man einen guten Job abliefert und gutes Geld verdient, kann man sich auch ein schönes Auto leisten und ein dickes Auto fahren. Sagen wir jetzt mal, man rechtfertigt 10 Euro Preis, dann muss zumindest die Qualität stimmen. Ich war da noch nie essen, ich kann es nicht beurteilen. Ich halte mich nur bei dem an das, was Holger sagt. Holgers Wort ist da für mich Gesetz. Ja, interessant irgendwo. Ich habe den Kollegen reich gemacht mit meinem Video und den Wellen, die das geschlagen hat. Und er hat irgendwo dadurch auch viel bei mir bewegt. Das ist so ein Ursprung von mir, ne? Also ich würde jetzt mal überhaupt, ohne das Video hätte es auch geklappt, aber irgendwie war das so gefühlt in mir, war das so irgendwie so ein richtiger Startschuss irgendwie. Deshalb verbinde ich viel, viel Geschichte damit. Und wie gesagt, der hat Laden umgebaut, alles. Muss es einfach mal so sagen, der Typ hat mir sehr viel zu verdanken. So als Beispiel. Ich weiß eigentlich gar nicht sagen. Ich habe ihn nach einem Jahr getroffen. Er hat mich empfangen wie den verlorenen Sohn. Laden umgebaut. Neu renoviert, 3 Spieße drin auf einmal, nicht mehr 1 oder 2. Nochmal ein halbes Jahr später sehe ich ihn draußen mit Polohemd, Zigarre sitzt er da. Dem Kollegen geht's richtig gut jetzt. Was mich natürlich immer freut, wenn ich jemandem auch helfen kann in meinen Videos. Auch wenn viele ihn nicht feiern und sagen, die sind jetzt unfreundlich. Da kann ich nichts zu sagen. Also das wäre und ist natürlich scheiße. So, da sind wir jetzt. Also ich kann euch nur eins sagen, Holger hat da nicht so einen leichten Job. Ich werde keine Namen nennen und ähnliches, aber auch ich habe in gewissen Aspekten in Buxtehude und in der Umgebung Geschäfte befeuert, gesagt, super, 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 Beste hier, Beste da. Dann haben die Leute an Qualität verloren, ihre Preise sind teurer geworden. Nein, das ist nicht Mehmet. Ein ganz expliziter Fall in Buxtehude, ist mir auch scheißegal, ich werde einfach den Namen nennen, war Flamingo Grill, Flamingo Döner, sorry. Hat neu aufgemacht in Buxtehude. Wir sind hingegangen, wir wurden behandelt wie Kings. Wir wurden behandelt wie Kings. Wir haben so lecker gegessen da. Immer Tee extra, extra hier, extra da, zusammen mit Memo und René damals. Wir wurden da behandelt wie die Kings und wir haben gegessen wie die Kings. Genau, da hat man noch gefragt, yo, ihr wollt ja hier auch grillen noch einmal. Ja, machen wir alles und hier für Buxtehude und so. Digi, gefühlt einen Monat später haben sie das Ding für den doppelten oder dreifachen Preis, wie es vorher wert war, verkauft. Und danach die Qualität. Ich sag nicht, dass es ein schlechter Döner ist, ich war seitdem nicht mehr da, aber das war ein richtiger Stich in die Brust. Da kann der, also bitte jetzt nicht haten, da kann der den Laden nicht gekauft hat, überhaupt nichts für. Also schreibt nicht irgendwelche idiotischen Bewertungen. Kann sein, dass es immer noch ein leckerer Döner ist, ich war, wie gesagt, seitdem nicht mehr da. Nicht nur, dass Holger Fairhard-Döner beispielsweise jetzt hunderttausende Euros mehr Umsatz ermöglicht hat, er ermöglicht auch einen Fairhard-Döner, den Laden, anstatt, sagen wir mal, für 500.000 zu verkaufen, für 1,5 Millionen zu verkaufen. Gastronomie ist extremst gefährlich. Da sind wir jetzt. Ohoho. Moin Chef, grüß dich. Hi, servus. Wer ist heute Chef von euch? Ich bin anderer Chef und guter Kollege von eurem Chef. Wir machen heute einen kleinen Döner für mich, ja? Einfach wie immer. Schön alles drauf, ohne Soßen aber. Das ist der alte Laden noch und die haben auch noch einen ganz, ganz neuen Laden. Achso, die haben mit 2 Standorte jetzt in Frankfurt oder was? Ich komm gleich nochmal rein, ne? Danke. Hallo. Wir werden viel. Aber woher weißt du, dass der Döner schlechter bzw. die Qualität? Naja, wir waren danach nochmal da essen und dann hat die Qualität einfach nachgelassen damals. Letztes Mal machen. Ich habe nämlich hier jetzt auch keinen Ständer, weil mein erster Test war hier in der Tiefgarage. Hier bin ich reingegangen. Das werde ich aber nicht machen. Ich habe noch besseren Platz.
Ja, also dafür 10 Euro ist schon, Digga, weiß nicht. Let's go, dolly go. Also sah klein aus, ich weiß nicht, ob er... Wenn die Kamera runterrutscht, bin ich am Arsch. Die hängt auf 7:30. Das wäre teuer. Okay, es ist schon relativ groß. Aber 10 Euro weiß ich jetzt nicht, Digga. Ist schon ein großer Döner, muss man fairerweise sagen, ne? Aber 10 Euro sehe ich da trotzdem nicht. Übrigens, ihr seht, es ist dunkel. Boah, das ist aber echt ein Riesen-Oschi, Digga. Das ist jetzt etliche Stunden nach meinem letzten Test. Hat mir nochmal Hunger gemacht. Also eins sage ich direkt, könnt ihr es auch auf geheimnistourisch machen und erst nachher alles raushauen. Aber erste Eindrücke sind oft besser. Brot ist nicht das von sonst. Ändert an, stinkt normales Brot, nicht so wie sonst. Und das Fleisch ist auch nicht das Fleisch, was es bei den etlichen anderen Tests von mir waren. Deshalb an alle, die jetzt sagen, oh, nicht schon wieder Tom, wohl nicht wieder dies, wieder das. Ich versuche das auch zu vermeiden, aber wenn sich der Verdacht immer wieder auch erhärtet und alle schreiben, das ist nur noch Kacke gewesen, das war kein Zufall mehr. Viele haben geschrieben, der hat sich verschlechtert. Dann muss ich das auch testen, einfach weil es bei mir im Ranking drin ist. Wenn es raus ist, hat es keine Relevanz mehr. Kann man es vielleicht irgendwann nochmal reinnehmen, aber ja. Ich muss es natürlich, die Döner im Ranking muss ich überprüfen. Da kann ich nicht sagen, da habe ich jetzt schon 4 Videos gemacht. Das muss. Enttäuschend. Muss ich sagen, enttäuschend. Da müsst ihr mich auch verstehen. Ich komme nicht von hier. Ich fahre hier 5-6 Stunden hin. Ich glaube, ein Jahr ist mein letzter Test her. Ich kann das ja nicht alle 2 Tage testen. Und wenn er dann auf einmal nachlässt von der Quali, was soll ich machen? Wirkt mir eher wie ein Putendöner. Das wäre der Hauptteil Pute. Zitronenkern drin ab. Finde ich jetzt nicht so wild, aber. Aufgepasst. Unangenehmer Geruch, unangenehmer Geschmack sogar gerade. Muss ich sagen, wirklich unangenehm. Erschreckt, erschüttert, enttäuscht bin ich. Dass es unangenehm wird, hätte ich nicht gedacht. Nicht so gut, vielleicht auf Platz 10 im Ranking oder vielleicht downgraded. Aber das schafft es bei Weitem. Bei Weitem nicht mal ins Ranking, weil es unangenehm war. Nicht mehr rankingwürdig, würde ich sagen. Aber so. Boah, da traue ich mich gar nicht, eine Bewertung abzugeben. Und der Typ sagt eben noch zu mir, ich kann nicht verstehen. Er sagt, ich kann nicht verstehen. Okay, als ich ihn erst nur 9 Punkte gegeben habe. Okay, 9 Punkte, aber wie kann Ton wohl über uns sein? Wie kann Ton wohl über uns sein? Habe ich schon oft gehört. Sagt jeder ist von seinem Produkt überzeugt. Aber das ist schwach, was Ton wohl gerade... Das eine ist halt, ne, wenn du ein gutes Ranking bekommst, das ist das eine, aber die Qualität auch zu halten, Digga. Dass du nicht jeden Tag 110% geben kannst, ist klar. Aber das, was ich gerade in Holgers Gesicht sehe, ist pure Enttäuschung, Digga. Weil die Leute gehen unter anderem natürlich auch wegen seinem Video dahin und kriegen dann einen Döner, der für Holger gerade unangenehm ist, Digga. Abgeliefert hat. Aber ganz Real Talk, ich will nie jemand schlecht reden, aber durch den unangenehmen Touch, ehrlich, das ist peinlich, was ich jetzt sage. Mehr als eine 5 von 10 kann ich nicht geben, weil das unangenehm war. Weiß nicht, was das am Schluss war. Das geht nicht anders. Tut mir leid an den Turnbull-Kollegen. Wir müssen aber real bleiben, ehrlich. Aber das heißt für uns, wir haben noch über 3 Jahre eine neue Nummer 1. Ich muss das mal verarbeiten. Küsse eure Herzen, dass ihr mich auf den Weg begleitet. Krass, aber wie fair hat 9,7 geschafft hat, ne? Leidet. Das ist mein Herzensprojekt. Mir fehlen die Worte. Ich muss das Video so beenden. Bis zum nächsten Mal. Digga, Bonn einfach auf der 3. Ja, ja, Lena, was geht? Zephyr Beef ist Bonn von 9,3 auf 5. Jo. Würde als Dönerladenbesitzer Holle beauftragen und den Betrag in der Steuer als Werbung absetzen. Ja, was du machst und was nicht, Digga. Ja. So, also war ein gutes Video, 100%ig ein sehr interessantes Video.